Moin Moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Runes of Magic. Und ja, wir haben wieder ein bisschen was zu erledigen. Wir haben die letzte Woche ja einiges über den Wassergott erfahren, haben mit ihm natürlich auch einige kleine Quests gehabt und müssen jetzt in den murmelnden Wald, also da oben hin. Ich habe leider kein Reittier, habe ich jetzt vergessen zu holen. Aber das ist nicht weiter schlimm, das ist gleich hier vorne. Ihr seht, es ist nicht weit. So. Ja, ich möchte auch ein bisschen auf die Sachen eingehen, die jetzt halt Entschuldigung, geschrieben werden. Oh, nett. Geld. Und zwar geht es nämlich darum. Den Vogel noch aufrollen. Ich möchte aber kurz auf eine Sache eingehen. Oh. Und zwar von ADI, LP und Ryex. Der hat mir nämlich geschrieben, oder gefragt, da ich ja schon Level 54 bin, kannst du schon die Morrog Quest 3 machen? Ja, das könnte ich. Das ist auch richtig. Aber ich sag's dir auch gerne hier nochmal. Ich habe es auch schon kommentiert, aber komm ab da, ich komme nicht ran. Richtig, aber es war ja, ich könnte die Toni und Moral Quest also schon dicke und 3 Tage machen, ist auch wichtig, aber ich mache erst die Gebiete hier zu Ende. Ich kann mit der Sekundär- oder so Klasse eh noch weitermachen. Von daher, oh, das ist aber eine kleine Wasserenergie, oder? Ihr müsst sie in den Wasserstein einsetzen, um das Wachstum der Organismen, die sich in der Nähe befinden, zu fördern. Hallo, ich bin aus dem Windklippendorf. Wenn ihr mir die Wasserenergie gebt, bringe ich sie ins Windklippendorf, um eure Energie zu entfesseln. Dann wachsen die Wasserknochenblätter und die anderen Pflanzen viel schneller. Gib sie mir, tut das nicht, seht ihr nicht, dass es eine Verkleidung ist, das ist kein Mensch, das stimmt nur los. Verdammt, solange sie sich oben keine Befehle gibt, dürfen die Menschen noch nicht von unserer Existenz erfahren. Verschwinde los. Nun, wir werden es ja sehen, ja. Du? Informiert euch über die Fortschritte des Auge der Weisheit, wo müssen wir da hin? Ich will jetzt wieder nach Loga, nach Varana. Wir werden die Quest hier oben auch gleich abgeben, wenn wir schon mal hier sind. Albern, wenn wir sie sonst hier. Oh, da müssen wir noch nicht hin. Nee. Und wir machen mal. Wir machen das anders. Wir machen das anders, wir gehen erstmal hier den Treuebonus holen. Den Ladung für den Arkan, na gut. Wir teleportieren uns weg. Weil, ja, ist aber so. Oh ja, ich hasse diese Dialoge, die in den kleinen Chatfenster sind. Die sind immer so scheiße zu lesen. Dann achte ich nicht darauf, was da passiert. Na los. Ja, warte mal, wir machen kurz was. Wenn wir schon mal hier sind. So, das kann weg, das. Genau. Atmungsaktive Seide. Oder schon mal Farbweber fest. Ach so. Ja. Na, weiß ich nicht. Vielleicht geht hier noch was wert, vielleicht nicht. Werde ich mich in der Zwischenzeit mal um was anderes kümmern. Okay. Muss das Haus betreten.
Ja, was haben wir sonst noch? Öfter werde ich halt gefragt, ob ich dann auch noch PUBG auf meinem Kanal zeige. Nur auf Twitch. Handwerk, genau. Wie gesagt, nur auf Twitch. Da spiele ich auch Dead by Daylight oder andere Games. Warte, das war falsch. Grüßen. Genau. Wie gesagt, normalerweise ja, aber andererseits auch nicht, weil ich habe gar keine Zeit dafür, auf beiden Kanälen zu zeigen, muss ich gestehen. Parallel dazu ist es natürlich auch eine Geschichte, ich bin Affiliate und ich darf es auch gar nicht. Gibt es hier kein Pferdemiet? Von daher bleibt es dann nur auf Twitch. Steht aber alles in der Infobox. Wenn ihr mal reinschauen wollt. Ja, komm her. Keine Zeit. Ach komm. Das zeige ich auch zum Beispiel aktuell andere Games. Also das wechselt, wenn das man, hab ich mir gedacht, zeigst es einfach mal ein bisschen. Oder natürlich World of Final Fantasy. Ja, also wenn da jemand mal Langeweile haben sollte oder Bock haben wollte, kann er mal reinschauen. Da ist unten in der Box. Alles verlinkt. Hm. Und von daher. Dann hat mich Maikia TV angeschrieben, in die Kommentare. Bei einem Part und gefragt, ob wir mal zusammenzocken wollen. Das ist natürlich auch mal so ein Problem. Ja, jetzt stand jetzt ja gerade ein Stream beendet. 1.43 Uhr. Das ist gerade vor 20 Minuten. Ungefähr. 30 Minuten vielleicht. Es ist jetzt 1.43 Uhr in der Nacht. Zusammenspielen ist wirklich, wirklich schwer. Also man muss das wirklich schon abpassen, dass man was macht. Damit das von der Chronologie passt. Nicht, dass ich hier. Oh, da hätten wir mal hingemusst. Da muss man auch noch mal hin. Damit es mit der Chronologie passt, weil sonst haben wir das Problem, dass wir uns was überschneiden. Im einen Part bin ich dann Level 40, auf einmal, also übertrieben jetzt gesagt. Ne? Und bei dem anderen bin ich aber nur 29. Marisus, da müssen wir mal wieder hin. Alarmstufe tot. Rot. Ich möchte wirklich alles über eure Abenteuer erfahren. Setzen wir unseren Plaudern eine Weile. Oh, wartet einen Augenblick. Jemand kommt. Es klingt, als sei es eine Eile. Es muss dringend sein. Was? Was ist denn passiert? Nicht gut, nicht gut! Beruhigt euch, redet langsam. Der Eingang zur Halle der Überlebenden ist laut Bericht des Aufsehers geöffnet worden. Meister Jarandor hat mich gebeten, euch zu rufen. Euch benachrichtigen, meine ich. Ich muss schnell zurück, um zu sehen, ob jemand eingedrungen ist. Ich stehe, bitte beeilt euch. Geht. Es sieht nicht gut aus, wenn die Zohiron die Daten in der Halle der Überlebenden in die Hände bekommen haben. Dann erwartet uns alle möglichen unvorstellbaren Katastrophen. Ja. Der Eingangshalle der Überlebenden wurde geöffnet und das alte Wissen darin offengelegt. Sohiron werden mit Sicherheit versuchen, die Dokumente zu bekommen. Noch besorgniserregender ist der Gedanke, dass die Sohiron vielleicht das schreckliche legendäre Schwert in ihrem Besitz gebracht haben. Wie wäre das? Ich bitte Lanier, zuerst hineinzugehen und zu versuchen, das legendäre Schwert zu finden. Folgt ihn dann hinein und trefft ihn, sobald ihr bereit seid. Wir müssen vor den Sohiron das legendäre Schwert gelangen. Wir müssen das Schwert von ihnen vor ihnen finden, es zurückbringen und an einen sicheren Ort so weiter. Ja. Ja, das ist eine Quest. Die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht, weil wir sie eigentlich nicht brauchen. Ja, klingt komisch, ist aber so. Wir werden mit Sicherheit nicht in die Halle der Weisheit gehen. Der Überlebenden. Das überleben wir sowieso nicht. Brauchen wir eh wieder ein Team. Hallo?
Wo sind die jetzt hin? Lilian Sashu. Wieso hat er denn das? Naja, gut, ist nicht weiter schlimm. Ja, das ist jetzt hier so eine. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab's jetzt irgendwas mit Haidon. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Wir kriegen nur ein Geschenk wieder. Was wir nicht brauchen. Goldglanz. Ah, Itemshop-Gegenstände, das ist wirklich toll. Jetzt habe ich jetzt absichtlich vorgelesen. Die kann ich nur für die Schmiedekunst verwendet. Wir können ja mal kurz bei Unterstadt Ost gucken. Der Rest ist ja scheißegal. Da kann man immer noch eine Quest annehmen. Der Rest oder Ost. Ich glaube, das haben wir schon mal versucht. Oh, das ist ein Brunnen. Ja, genau. Ja, irgendwie da rein, da brauchen wir nicht hin. Nee, nee. Wir wollen jetzt noch Bücher. Wir wollen jetzt die Quest weitermachen. Also wir müssen jetzt bauen. Ich weiß nicht, warum er mich eben angeschickt hat, was er mich hingeschickt hat. Verdammt. Oh, knackt. Wirklich viel geschafft haben wir jetzt nicht. Sorry, Leute. Auch der Tim 2108 hat sich mal bei mir gemeldet. Das ist schon eine Woche her. Und er hat auch gefragt, ein cooles Video, er ist 57, auch auf Rad. Und da muss ich ihm auch dasselbe erzählen. Es kommen immer mal wieder Leute dazu. Das ist dann immer so bitter, die Leute dann irgendwie zu vertrösten. Oh. Veni, dann muss ich die Quest an. Zusammenarbeit mit der Tiktalik. Die Gesamtheit all unseres Wissens weist uns einen eindeutigen Weg. Der Grund für den Sinneswandel der Tiktalik liegt darin, dass die Naga-Priesterin Medusa die heilige Klangmuschel der Tiktalik im Herz des Ozeans in ihrer Gewalt hat. Daher müssen wir den Befehl der Naga befolgen und die Menschen angreifen und bestehlen. Wenn ich für einen Augenblick den wahren Grund dafür, dass der alte Priester euch sein Wissen anvertraut hat, außer Acht lasse, dann muss ich zugeben, dass er recht hat. Mensch, müssen wir rausmachen? So. Sich nur auf die Stärke der Menschen zu verlassen, um eine Naga-Invasion zu verhindern, wird unweigerlich zum Verlust von noch mehr Leben führen. Ich kann zudem die Berichte aus dem Windklippendorf nicht einfach ignorieren. Dort wurden Kreaturen im Wald gesehen, die halb Mensch und halb Schlange waren. Dies scheinen die Worte von Jiatu über eine Naga-Invasion zu untermauern. Weshalb ich diese Berichte nicht anzweifeln kann. Es scheint, als müssen wir mit den Tiktalik zusammenarbeiten. Ich bin sicher, dass dies einer der Gründe dafür war, warum Jiatu euch diese Informationen gab. Ein paar Tiktalik widersetzen sich insgeheim den Nagern. Doch, das reicht nicht. Güter stehlen und dann einen Gegenangriff auf die Menschenwelt der Küste der Weglage, da Jeli auf meinen Wunsch hin mit einer Aufnahme im Tiktalik versehen hat, und ein schriftliches Bündnis, das ich selbst geschrieben habe,
War irgendwie schon so. Weil in der Zeit war ich. Nein. Widerstehen deiner Gegner und deiner Schattenwaffe durchführen. Diese Naga sind zu optimistisch. Wir müssen das verhindern und den Naga eine Lektion erteilen. Hier ist die schneckenförmige Aufnahmemuschel der Küste der Wehklagen. Dila Jeli auf eigenen Wunsch mit einer Aufnahme gelegt versehen hat. Und ein schriftliches Bündnis, das ich selbst geschrieben habe. Bringt beides zu Jiatu. Er sollte meine Ansichten verstehen. Sorry, dass ich gerade das verwechselt habe. Jiatu, der da unten. Naja gut, dann laufen wir da mal hin. Na, gut, gut, gut. Naja. Nee, wie gesagt, also das auch mit dem Tim, das tut mir auch wirklich leid, aber auch da ist dasselbe Problem. Dann hat zum Beispiel auch Lukas Drescher mich gefragt. Boah, knapp eine Woche. Hier? Hat sich aufgehangen. Naja, dann habt ihr kurz ein Bild. Du musst das Spiel kurz neu starten. Aber auch da, ob es noch Leute spielen. Ja, ich sehe halt immer wieder Spiele. Haben wir ja auch gerade eben gesehen. Jetzt haben wir es 2 Uhr in der Früh. Oder in der Nacht. Die Katze halt, wie du willst. Aber es sind ja noch Leute da. Der große Hype ist natürlich vorbei. Ist ja klar. Ja. Auch Manuela Winter hat mir geschrieben, dass sie das Spiel auch spielt. Ja. Außer irgendwas, wo man unbedingt auch antworten müsste. Glaub, sowas noch nicht. Ja, ADI hat mich auch nochmal gefragt wegen der Toni-Reihe. Ja, klar, machen wir auch noch. Da kommen wir auf jeden Fall alles noch hin. Dauert halt noch ein bisschen. Aber die Toni und Morgenquest-Reihe, das ist natürlich die epische Storyline-Quest. Das, was ich jetzt hier mache, ist nicht alles unbedingt Storyline. Gehört auch viel mit dazu, um dann halt viel zu erleben in dem Spiel und viel zu machen. Aber natürlich, Marok und Tony, das ist die epische, lange Quest. Aber ich weiß nicht, ich meine, wir können auch irgendwann damit anfangen. Ich meine, ich habe ja noch eine Sekundärklasse, die gelevelt werden muss. Vielleicht arbeite ich darauf hin, dass ich die so weit kriege, dass die das dann macht. Sprich, ach Mensch. Sprich, ja, ist doch gut. Ach, Viecher. Nee, mal hoch. Ja. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Eindrücklich müsste ich die Marvel Quest-Reihe schon machen, weil sonst wird es zu einfach. Andererseits habe ich jetzt Bock hier auch noch ein bisschen. Also wenigstens die Küsten der Wehklagen abschließen. Weil wir ja dann. Na, ja gut. Also, wo ist der scheiß Eingang gewesen? Also hier rum oder links? Ah, hier. Ja, es gibt halt echt auch einige Sachen, die auch spannender sind und geiler sind.
als das hier, natürlich. Ich habe mir die Geräusche der Muschel angehört. Er sagte, dass er meinem Volk helfen will, die Naga, die das Herz des Ozeans besetzt haben, zu vertreiben. Ohne dabei unsere geliebte Klangmuschel zu beschädigen. Der Brief, den ihr im Auftrag des Mannes die Barriere von Isha zurückgebracht habt, trägt ein symbolisches Siegel. Ich kann ein paar Menschenworte lesen und weiß, dass das, was er geschrieben hat, ein Versprechen ist, welches die Menschen einhalten werden. Vielleicht ist eine Zusammenarbeit mit den Menschen so, als würde man Gift trinken, um seinen Durst zu stillen. Doch zurzeit ist vielleicht die einzige Möglichkeit. Menschenwesen, ich, Jiatu, der höchste Priester meines Volkes, habe mich bereit erklärt, eurem Brief über eine Allianz zu entsprechen. Daher stimme ich diesem Abkommen zu und werde euch beim Betreten unserer Heiligstätte des Herzens des Ozeans helfen, um nach eurer Taufe durch den König des Wassers die Verbundenheit meines Volkes auszudrücken. Übergebe ich euch diese Muschel mit meinem Siegel, die dem Verfasser des Briefes überbringen sollt. Diese Muschel ist der schneckenförmigen Aufnahmemuschel, die ihr gebracht habt, ähnlich. Mit ihr könnt ihr Geräusche aufnehmen. Mit ihr können Geräusche aufgenommen werden. Und sie enthält meine Antwort. Wie ich die Gedanken dieses Mannes verstehe, wird er verstehen, wofür die Muschel steht. Menschenwesen von 1000 Jahren König von Phylyton, meines Volkes, ist eine geliebte Klangmuschel. Und sie hat uns von diesem Tag an beschützt. Danach wurde der König des Wassers aus unbekannten Gründen auf seinen Thron festgesetzt und fast all ihre Macht entrückt. Seine Existenz könnte jedoch nie ganz ausgelöscht werden. Durch die Güte des Königs des Wassers war es uns möglich, uns langsam aus dem Meer auf dem Land zu begeben. Und es war die Güte des Königs des Wassers, welche den schwachen Kreaturen, die den hohen Druck der Klangmuschel nicht standhalten konnten, seinen Körper verlieh. Wenn ein schmächtiger, schwächlicher Mensch das Herz des Ozeans zu betreten sucht, gibt es nur eine Möglichkeit. Ihr müsst die Taufe des Königs des Wassers über euch ergehen lassen. Doch, die Taufe des Königs des Wassers ist nicht immer dieselbe. Wenn ihr von ihm die Taufe erbittet, solltet ihr euch über eure Gottesfurcht erkennen lassen. Ja, Mama. Und ich habe euch bereits von der Naga-Priesterin Medusa erzählt, die unseren König und unsere Priesterin als Geisel hält und so unser Volk dazu bringt, die Menschen zu bestehlen. Unser König Geba ist kein Komplize der Naga, denn er hat mittels Niedrigfrequenzen über Königin Sekute heimlich Nachrichten an mich weitergeleitet. Vor kurzem haben diese Nachrichten ganz aufgehört. Ich erhalte keine Nachrichten mehr darüber und denke dann daher, dass ich. Warte. Ich erhalte keine Nachrichten mehr und denke daher, dass im Herz des Ozeans eine noch größere Störung aufgetreten sein muss. Ich bin außer mir vor Sorge. Außerdem muss ich mir dabei helfen, Sikuti zu erreichen. Sie ist die Geisel der Medusa. Am wenigsten die der. Ich kann nicht mehr lesen, Leute. Ich glaube, ich mache Pause. Ich mache heute nur eine Folge und dann morgen nach dem Aufstehen die zweite. Jemand muss dabei helfen, Sikuti zu erreichen. Sie ist die Geisel, der Medusa am wenigsten Aufmerksamkeit schenkt. Sie ist also vergleichsweise freier als der König und die Priesterin. Sie zu kontaktieren ist der ungefährlichste Weg. Sobald wir die Situation im Herzen des Ozeans verstanden haben, kann vielleicht ein schneller Weg gefunden werden, Medusa zu töten. Dies ist die Schattenmuschel, mit der unser Volk heimlich kommunizieren kann. Ich möchte, wenn sie sie sieht, wird sie euch so gut helfen wie möglich. Ja. Übelst. Eieiei. Sorry, Leute, das war ja richtiges Mundfasching gerade. Voll das Gekrepel. Naja. Ich werde an dieser Stelle aber den Part beenden.
Auch die Aufnahme. Ich werde jetzt nicht noch eine Folge aufnehmen, glaube ich. Ich werde jetzt einfach oben ins Dorf reiten. Du wirst sowieso mal gucken, dass wir hier ein paar Quests abgeben und abschließen. Bald keine mehr aufnehmen. Und noch ein paar löschen. Keine Ahnung. Gleich hier die Schatzhöhle. Also wenn da draußen jemand sein sollte, ich frage deswegen jetzt nochmal. Der Bock hätte mit mir einmal durch die Schatzhöhle zu jagen. Damit ich die Quests dann machen kann. Einfach mal kurz in die Kommentare schreiben und dann können wir uns dann mal kurz verständigen, wann wir das mal zusammen machen können. Kann auch ein Rush sein, kann auch ein Hijar sein. Das ist in dem Punkt nicht so wichtig. Hauptsache ist, dass wir diese Quests zeigen können. Und parallel dazu abschließen. Also, wer ist mutig? Wer hat Bock? Der kann sich gerne melden. Würde mich freuen, wenn wir das zusammen abschließen können. Jo, jetzt haben wir wieder viel gelesen gehabt. Das ist leider Gottes bei Rules of Magic so. Kann man nicht ändern. Aber naja. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wir machen das jetzt hier in der nächsten Folge hier die ganze Quest hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge am Mittwoch wieder und dann schauen wir mal, was wir da alles so erreichen. In dem Sinne, haut rein, Leute. Danke fürs Einschalten und ciao!